Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und dem Clean Code. So, was wir heute machen wollen ist, wir wollen uns mit dem Single Level of Abstraction beschäftigen. Und das Single Level of Abstraction Prinzip besagt, dass wir sozusagen eine Abstraktionsebene haben und auf dieser auch in etwa bleiben sollten. Oder wir wechseln in was Tieferes rein, wenn man so möchte. Am besten kann man sich das vor Augen halten, wenn man sich mal ein Forschungspaper anguckt. Forschungspaper sind immer, also irgendwas, wenn ich irgendwas zum Beispiel lies oder sowas, die tatsächlich in der Forschung neu rausgekommen sind, die neuesten Erkenntnisse, die werden immer in Paper veröffentlicht. Und die haben immer eine Struktur, nämlich Überschrift, die ist extrem abstrakt. Klar, es ist ja nur die Überschrift, da kann man nicht so viel reinschreiben. Dann hat man hier einen sogenannten Abstract, das hat nichts mit tatsächlich abstrakt zu tun, sondern es ist einfach nur eine Zusammenfassung des Textes. Und dann haben wir natürlich nochmal den Text, der wirklich die harten Details darstellt, die Rechnungen etc. etc. Und so in etwa solltet ihr auch eure Programme strukturieren. Das heißt, ich mache das jetzt mal hier kurz weg und dann haben wir vielleicht einfach eine Function, die irgendwas tut. Ich nenne sie jetzt einfach mal foo, weil mir nichts Besseres einfällt. So, und diese Function macht jetzt Folgendes. Die ruft sich den ersten Algorithmus auf, also sagen wir Algo 1 dazu, und speichert sich das Ergebnis irgendwie in den Return-Wert davon. Int i gleich Algo 1. Dann ruft sie den Algo 2 auf. Ups, 2. Algo 2 von i, so meine ich das natürlich. Und dann ruft sie vielleicht noch irgendwie einen Algo 3 auf, sonst irgendwas. So, und diese Funktion wird jetzt von außen aufgerufen. Das heißt, das ist die Version, die public tatsächlich ist. Intern braucht er natürlich hier noch den Algo 1, den Algo 2 und den Algo 3. Und die wiederum rufen dann in sich nochmal weitere innere Funktionen auf. Das heißt, sowas wie private Algo 1, if irgendwas, dann wollen wir irgendwas anderes tun und vielleicht Algo 4 aufrufen oder Algo intern 1 oder sowas. Und der Algo intern 1 wiederum ruft dann für sich wieder Sachen auf und so weiter und so fort. Also ihr seht, diese foo-Funktion, die ich von außen tatsächlich aufrufe, das ist die abstrakteste, die berechnet hier eigentlich gar nichts. Die ruft immer tatsächlich nur Funktionen auf, die sonst für niemanden sichtbar sind. Während je weiter ich rekursiv hier reingehe, das heißt Algo 1, Algo 2, Algo 3 wäre die nächste Abstraktionsstufe, die wiederum haben schon ein bisschen mehr Details. Und die rufen dann intern aber immer noch tiefere Algorithmen auf und diese tieferen Algorithmen haben dann wirklich noch mehr Details und so weiter und so fort. Also versucht, so viele Abstraktionsstufen wie möglich reinzubringen, aber schaut, dass ihr hier immer auf derselben Abstraktionsstufe eben bleibt. Das heißt, foo ist auf der höchsten Abstraktionsstufe. Alles, was von foo aufgerufen wird, ist die Stufe drunter. Und alles, was die Stufe drunter aufruft, sprich Algo intern 1 in unserem Fall jetzt und vielleicht Algo intern 2 und so weiter und so fort, das ist dann wiederum noch eine Stufe drunter. Und so sollte man auch immer irgendwie argumentieren. Hier oben sollte man fast nur Funktionsaufrufe haben und dann sollte man aber vielleicht eins drunter schon vielleicht ein paar Ifs haben, aber in eigentlich hier noch keine for oder sonst irgendwelche komischen Berechnungen. Und in Algo intern 2 können wir dann auch sagen for bla bla bla, dann vielleicht noch was anderes und dann noch irgendwas berechnet und dann und dann und dann. Also das heißt, Algo intern 1 wird dann schon richtig algorithmisch, während Algo 1 wieder mal hauptsächlich Funktionsaufrufe sind, aber die vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen bedingt sind. Und wenn ihr irgendwie keine Bedingung oder sowas habt, dann schreibt ihr es einfach in die foo rein als nochmal eine Abstraktionsstufe drüber. Und wenn ihr hier irgendwie keine komischen Berechnungen habt, dann könnt ihr das Ganze auch in Algo 1 oder sowas direkt auslagern. So in die Richtung sollte man sich vielleicht orientieren, wenn man mit Abstraktionsstufen arbeitet. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns natürlich wieder beim nächsten Mal. Ich glaube, nächstes Mal ist auch wirklich schon das letzte finale Video, wenn es um hier Clean Code geht. Klar, machen wir danach noch weiter. Softwareentwicklung und alles ist ein riesiges Thema. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da zumindest ein bisschen erleuchten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.